drei schöne Tage machen eben längst noch keinen Frühling. Ja, ich glaube, das passt zum aktuellen Wetter schon sehr gut. Also letzte Woche noch richtig schöne Tage dabei gehabt, wo es Spaß gemacht hat, draußen was zu machen. Die beiden Pflanzkübel ja mittlerweile so weit hergerichtet, ja, das ganze letzte Woche, dass sie jetzt in aller Ruhe auch einlaufen können. Und diese Woche das komplette Kontrastprogramm. Wir haben es jetzt Freitagmorgen, 10 Uhr und 5,2 Grad. Also Wassertemperatur bei den Medaka Yanguifai. Also alles andere als wirklich einladendes Wetter. Es regnet sich ein und das eben schon seit Anfang der Woche. Also schön ist jedenfalls anders da. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rein. Beziehungsweise ich gehe wieder rein, denn das hier draußen, ja, braucht man nicht wirklich. Ja, bei der Gelegenheit kann man schauen, ob es am Feldberg geschneit hat. Also hinter diesem kleinen Hochhaus da, da ist der Feldberg. Aktuell komplett im Nebel. Ich denke mal, da oben hat es geschneit. Ja, wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie es da oben aussieht. Ja, also schnell wieder rein. Hier draußen zieht es. Es ist wirklich ungemütlich kalt. Es fehlt eigentlich nur der Schnee. Und mich wundert es, dass es da die letzten Tage noch nicht geschneit hat. Nehmen wir das auch noch mal ganz kurz mit. Webcam sei Dank, taunus.info, also der große Feldberg in Schmitten, sind ungefähr 20 Kilometer von uns. Ja, es hat geschneit. Also ein bisschen was weiß ist in jedem Falle erkennbar. Zwar nicht viel, zum Rodeln ist es definitiv zu wenig. Aber mal schauen, was die nächsten Tage noch so bringen. Ja, so ist das. Und das Ganze jetzt einen Monat oder knapp einen Monat nach Frühlingsbeginn. Würde mich nicht wundern, wenn da am Wochenende ein bisschen was hier auch bei uns hier unten runterkommt. Denn es soll mit diesem nasskalten Wetter in jedem Falle weitergehen. Zumindest mal noch übers Wochenende. Ab nächster Woche dann hoffentlich ein bisschen weniger Regen, wenn die Wettervorhersagen so stimmen. Ja, kann man ja auch nicht wirklich etwas drauf geben. Die ändern sich ja meistens auch schneller, als man irgendwie schauen kann. Ja, ich habe mir irgendwie so eine kleine Grippe eingefangen, eine kleine Erkältung eingefangen. Nicht Grippe, Grippe wäre was anderes, aber so ein bisschen Halskratzen, ein bisschen Nase und hast nicht gesehen. Deswegen war ich die Woche auch ein bisschen ruhiger. Na, Montag war ja das letzte Video und ab Dienstag habe ich dann gemerkt, naja, irgendwas passt nicht so ganz und habe ich mich einfach ein bisschen rausgehalten, habe auch nicht wirklich was gemacht. Also wirklich was verpasst habt ihr nicht. Deswegen auch heute nur mal so ein ganz kleiner Mini-Überblick über das, was so in den nächsten Tagen noch ansteht. In jedem Falle den Cup 807, den Innenfilter von Sunsun. Da müssen wir in jedem Falle ran, weil falls ich den zurückschicken will, geht da glaube ich am 26. April das Rückgabefenster bei Amazon zu. Deswegen schauen wir den uns in jedem Falle am Wochenende an. Ich denke mal, die Gelegenheit werde ich da bekommen von meiner Frau, dass ich dann in Ruhe mal ein kleines Video machen kann. Die ist zum Glück heute Morgen mit einem unserer Jungs beim Arzt, also Kontrolltermin, also nicht wirklich was Ernsthaftes. Deswegen habe ich die Gelegenheit, heute Morgen was zu filmen, weil ansonsten wäre es über den Tag auch ein bisschen schwierig, ne? Insbesondere auch bei dem Wetter hier. Da wird es dann ein bisschen komplizierter. Ja, normalerweise wäre sie jetzt direkt hinter mir im Homeoffice am Schreibtisch und wäre was am Arbeiten. Und auch dann könnte ich hier nicht sitzen und euch ein kleines Video aufnehmen. Denn ansonsten hätten wir nämlich 1000 Telefonanrufe im Hintergrund und das muss definitiv auch nicht sein. Ja, Thema Flussbiotopbecken hat schon längere Zeit eigentlich keine Rolle mehr gespielt und ich habe es ja schon mal angeschnitten, das Becken spielt auch für mich keine größere Rolle mehr. Es wird einfach nur noch ja, dahin gepflegt. Ne? Also den Tieren muss es gut gehen, den Pflanzen muss es gut gehen, alles andere spielt momentan erstmal keine Rolle, denn das Becken soll aufgelöst werden. 1,80 Meter Becken kommt, das wird was werden für in Richtung Sommer, also nicht sofort, aber die Planungen dahin sind soweit durch. Ich habe auch die, ja, grünes Licht, die Erlaubnis von meiner Frau, kannst du machen. Also 1,80 Meter, 40, 40 wird es werden. Das Becken hier 76 mal 39, 35 hoch, also für so ein typisches IKEA Kallax Regal. Also wir gehen definitiv doppelt so lang, bisschen mehr als doppelt so lang. Ich denke mal, ab hier wird es dann in etwa losgehen. Ja, hier drüben steht dann das Blue Cube. Das soll ja rüber in die Küche dann in jedem Falle. Dann auch da den ersten Start bekommen.
ist immer noch ja, grob so eingerichtet, wie ich es damals vom Layout so ein bisschen euch gezeigt hatte. Und das ist in jedem Fall eines der nächsten Projekte. Und dann gehen wir so langsam aber sicher in die Planung oder in die Vorbereitung für das 1,80 Meter Becken. Wird in jedem Fall auch eine spannende Sache, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und dann machen wir richtig Flussbiotop. Also mit ordentlich massiver Strömung, was dazugehört. Vielleicht sogar einen kleinen Aufbau. Also Becken wird in etwa bis hier hingehen von der Höhe her. Und ich könnte mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass wir so einen kleinen Einlauf machen. So einen Felsaufbau, was auch immer, wo eben dann Wasser runterläuft. Das Ganze schön eben erst ausgepflanzt. Es wird in jedem Fall kein schnelles Projekt werden. Da will ich mir richtig Zeit beilassen, weil es etwas Besonderes dann auch werden soll. Deswegen machen wir das Schritt für Schritt, in jedem Fall auch komplett gemeinsam. Aber wie gesagt, das wird in jedem Fall erst etwas werden in Richtung Sommer. Thema Unterbau, das muss auch noch alles geklärt werden. Aber da habe ich schon eine grobe Vorstellung, wie ich das Ganze mache. Und ja, solange das Becken hier noch steht, wie es steht, kann es eh nicht weitergehen. Von daher, das Becken wird jetzt hier langsam aber sicher aufgelöst. Ich mache mir ein paar Gedanken, wohin mit den Pflanzen. Und dann geht es ja, in Richtung Austausch, Unterbau. Und dann, denke ich mal, sind wir vielleicht in Richtung Ende Mai, Anfang Juni soweit, dass dann auch das Becken dann bestellt werden kann. Und dann machen wir richtig ordentlich Flussbiotop-Becken. Vom Flussbiotop zum Thema Bachlauf-Aquarium nehmen wir auch das nochmal ganz kurz mit. Da habe ich die letzten Tage ein bisschen was geändert an der Hydroponik. Ich habe zwei neue Einhängetöpfe eingebracht. Einmal hier mit der Grünlilie und einmal hinten mit einer weiteren kleinen Monstera deliciosa. Das ist ein ganz junges Pflänzchen. Und ja, die alte Pflanze, den Kopfsteckling, der steht da drüben im Wasserglas in der Küche. Und hier ist... Ja, es hat ein bisschen was gedauert, aber wir sehen es hier unten, es entsteht ein neues Plättchen. Also Wachstum ist auch hier weiterhin gegeben. Das kann ganz gerne in jedem Falle so weitergehen. Die Pflanze hat einen leichten Frostschaden abbekommen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier erkennen können. Das ist gerade ein bisschen hell. Kommt hier ordentlich Licht auch in die Hütte. Ja, das hier, das ist Frostschaden. Und das hat eben auch so einen leichten... ja, Hintergrund, weshalb sie hier an der Stelle auch so ein bisschen Mangelerscheinungen mit sich bringt. Das Problem ist halt, das Becken steht hier direkt an der Tür zum Balkon, sehen wir hier. Und wenn ich die Tür eben klappe und das Ganze eben im Winter aufklappe, dann zieht hier eiskalte Luft rein. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, gerade für solche frostempfindlichen Pflanzen. Da werde ich mir in jedem Fall noch ein paar Gedanken drüber machen. Ich meine, gut, jetzt kommen wir so langsam aber sicher in die etwas wärmere Jahreszeit. Aber dann, um für den nächsten Winter ein bisschen besser gewappnet zu sein, werde ich mir da in jedem Fall ein paar Gedanken machen, wie ich diese kalte Brise so ein bisschen von den Pflanzen weghalte. Hier gibt es ja in jedem Fall noch einiges zu tun. Gerade so ein bisschen Problemchen mit der Helligkeit der Kamera. Das bitte ich mal gerade zu entschuldigen. Das soll ja alles noch ordentlich EMRs ausgepflanzt werden. Das Ganze eben auf natürliche Art und Weise, also nicht irgendwie an Rankhilfen, beziehungsweise eben schon Rankhilfen, aber eben das Ganze eben auf natürliche Art und Weise mit Hölzern und nicht irgendwie mit einem Kunststoff-Rankgitter oder irgendwas dergleichen. Also hier wird in jedem Falle noch einiges passieren. Es dauert ein bisschen, aber Schritt für Schritt geht es auch hier am Bachlauf-Aquarium weiter. Schauen wir eben auch unter Wasser noch mal ganz kurz drüber. Besatzmäßig alles in Butter, überhaupt keine Probleme, keine Ausfälle, insbesondere nicht bei den Melanotaenia lacustris. Das schaut alles richtig gut aus und ich gehe auch mal davon aus, dass ich die Gruppe im Monat Mai, also nächsten Monat, noch mal ein kleines bisschen dann erweitern werde, dass wir so langsam aber sicher dann auch in Richtung Artenbecken kommen. Richtig, richtig schöne Entwicklung. Das ist eines der beiden älteren Tiere. Das sind schon Knallertiere. Also wenn ich mir an die Tiere mich zurückerinnere, die ja leider durch so eine bakterielle Geschichte komplett eingegangen sind, dann freue ich mich drauf, wie das Ganze hier sich weiterentwickelt und wie es dann am Ende mal steht, wenn alle Tiere entsprechend groß sind, das Ganze hier in einem richtig schönen großen Schwarm auch unterwegs ist. Und
was soll ich sagen? Ich freue mich drauf und bin mit der Entwicklung bis hierher völlig einverstanden. Na, das Becken stand ja noch bis Anfang des Jahres so leicht in der Diskussion, ob ich es vielleicht dann doch komplett auflöse. Ich war mir nicht sicher, wie es mit dem Becken weitergeht. Und dann eben mit dem ersten Schritt der kompletten Umgestaltung unter Wasser, na, mit Flusskiesel das Ganze jetzt ausdekoriert. Pflanzen wachsen richtig ordentlich und ja, was soll ich sagen, so kann es gerne weitergehen. Die rechte Ecke, da müssen wir nochmal ran. Der Lavafelsen soll noch so ein bisschen verkleidet werden, ein bisschen begrünt werden. Und ja, hier muss ich mal schauen, was an Kryptokorin drinne bleibt, von der Crispatula oder eben nicht. Das, wie gesagt, diese rechte Ecke sieht noch so ein bisschen unschön aus, aber das kriegen wir in jedem Falle auch noch korrigiert. Also, alles in allem eine richtig schöne Sache. Bei der Technik, da müssen wir in jedem Falle noch mal ran, insbesondere was den Filter angeht. Der Sunsun CPG 800 mit zuschaltbaren UVC, der ist ja mittlerweile ja, wieder da oder das Austauschgerät ist da. Und den schauen wir uns die nächsten Tage auch nochmal genauer an und hoffen mal drauf, dass diesmal alles so ist, wie es eigentlich sein sollte. Na, Impeller, das zweite Lager hat ja gefehlt beim alten Gerät, deswegen war er da so ein bisschen laut unterwegs und ich bin ganz guter Dinge, dass es jetzt hier mit dem Austauschgerät dann doch nochmal was werden wird mit dem Sunsun CPG 800. Ja, da geht es mir in erster Linie nur um die Möglichkeit, UVC zuschalten zu können. Ja, die bakterielle Geschichte letztes Jahr hat mich da so ein bisschen zur Vorsicht, ne, auch gewarnt. Regenbogenfische, bei denen ist nun mal eine bakterielle Infektion, ja, nicht alltäglich, aber eben doch, die sind so ein bisschen empfindlich dafür. Ne. Das ist bei denen keine Seltenheit und ist auch allgemein bekannt, dass die Tiere da ganz gerne mal dazu neigen, ne, da eben Probleme mit zu haben. Und da macht es eben schon Sinn, wenn man da so eine radikale Entkeimung dann auch vornehmen kann. Ich bin kein Freund von UVC im Dauereinsatz, das definitiv nicht, aber eben um hier so eine, ja, kompletten Super-GAU, wie es eben letztes Jahr gewesen ist, mit einer bakteriellen Infektion so ein klein wenig vorbeugen zu können, möchte ich eben hier UVC einsetzen können, falls nötig. Also in jedem Fall noch einiges zu tun und die nächsten Tage machen wir auch hier am Bachlauf Aquarium weiter. Das mal zu den beiden Projekten Bachlauf Aquarium und Flussbiotopbecken. Da gibt es in jedem Falle bei beiden noch einiges zu tun. Bei dem einen ja der komplette Neuumbau. Da soll ja was komplett Neues her und darauf freue ich mich richtig. Also so 1,80 Meter am Stück, das macht schon Spaß. Da kommen ja einige Ideen definitiv und ich kann es eigentlich kaum erwarten, aber ich muss ein bisschen langsam machen, ne, weil kannst nicht an 5 Baustellen gleichzeitig rumschrauben und dann kommt eh wieder nur Halbgares raus, deswegen das neue Flussbiotopbecken in Richtung Sommer. Vorher Bachlauf so weit hinbekommen, dass der einigermaßen steht und vor allen Dingen hier die Küche. Ne, da ist ja 3 Meter am Stück in der Planung, das Ganze kostet auch irgendwo ein bisschen was, aber hier bin ich zumindest mal schon ein kleines Stückchen auch wieder weitergekommen. Also Unterbau Nummer 2 steht mittlerweile auch. Das heißt also, ich kann die erste Platte jetzt demnächst einziehen. Na, dann sind wir schon mal zumindest bei 1,50 Meter, können dann hier schon mal ordentlich weitermachen. Und darauf freue ich mich dann in jedem Falle. Ja, es ist immer schön, wenn es irgendwie Schritt für Schritt, wenn es auch in kleinen Schritten ist, ein kleines bisschen weitergeht. Ich würde sagen, machen wir ein Deckelchen drauf für heute. Ich würde es für heute gar nicht so arg lange werden lassen. Wir sehen uns in jedem Falle die nächsten Tage wieder. Also es wird jetzt mehr Inhalte geben. Die Woche hier lief ein bisschen anders da. Ich muss auch mal schauen, dass ich ein bisschen spontaner werde, was die Videos angeht. Spontane Videos war bisher nie so wirklich mein Ding. Ob das irgendwann mal der Fall sein wird, werden wir sehen. Aber ja, ich arbeite dran. In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, immer wieder gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt eine gute Zeit und bis bald.